Moin, Freunde. Also das ist der Knaller, der feuchte Traum jedes Urbexers. Also, was Tolleres habe ich selten gefunden. Es ist nur ein kleines Haus. Es ist voll eingerichtet, fast nicht zerwühlt. Es war nur ein Einbruch da drinne. Und es hat Zeugnisse der letzten, ich würde mal sagen, mindestens 50 Jahre in sich. Das ist der Knaller. Also einen schöneren Fund kann man sich nicht vorstellen, vor allen Dingen, da das Ding mal eben im Nachbarort stand. Eingewachsen. Nie gesehen. Das ist das offene Fenster. Später habe ich festgestellt, dass sogar die Tür offen war. Aber sie war so lange nicht geöffnet worden, dass man das nicht, ja, gemerkt hat. Und hier könnt ihr schon sehen, anhand der Spinnweben, wie lange da keiner mehr drin gewesen ist. Das ist echt der Hammer. Ich habe mich wahnsinnig über diesen Fund gefreut. Das ist nahezu unglaublich. Die letzten Lebensmittel sind 2014 abgelaufen. Die Spinnenweben in diesem Haus sind unbeschreiblich. Wahnsinn. Oh. Dieser Schrank. Toll. Hier muss man gebückt gehen wegen den Spinnenweben. Nun seht euch diesen Schrank an. Ist das nicht der Knaller? Wunderschön. Bisschen Besteck davor. So ein Locher. Also so einen alten Locher. Ich kenne viele alte Locher. Den habe ich noch nicht gesehen. Er ist allerdings so verrostet, dass man ihn nicht mehr runterdrücken kann. Ja, und der kleine Kerl da. Oh. Der sitzt theoretisch im Warmen. Sollte man diesen Ofen mal beheizen. Ist aber leider schon länger nicht mehr geschehen. Klassiker. Hier scheint auch wirklich nur einmal eingebrochen zu sein. Und wahrscheinlich nach Wertgegenständen durchwühlt. Es ist eine Scheibe eingeschlagen. Aber das ganze Haus ist sowas von eingewachsen, dass man sehen kann, dass hier seit Ewigkeiten niemand mehr gewesen ist. Dieser Schrank zerlegt sich selbst. Tja, ein Radio und ein Fernseher hat es hier gegeben. Guck mal hier. Alles von Holzwürmern, der Staub. Wahnsinn. Zu sagen. Riecht ein bisschen muffig hier.
Ach, bisschen was an Einrichtung. Wer hat schon mal so einen alten Wäschetrockner gesehen? Das ist schon mal beachtenswert. Das Ding muss alt sein. Wäscheschleuder. Einen richtigen Kupferkessel. Was das hier noch zu sehen gibt. Wow, das ist mein altes Telefon. Wobei ich kenne in meiner Kindheit noch ältere. Aber gut, es ist alt. So, und hier kann man schön sehen, wie sich sogar die Tapete mehr oder weniger von alleine auflöst. Erstaunlich. Ist das offene Fenster? Interessantes altes Gesteck. Tja, gleich werdet ihr euch wundern. Zack. Strom ist noch an. Hier haben die Einbrecher und Zweibrecher wohl durchgeölt. Ziemlich viel Post. Oh. Seht euch diesen Lüfter an. Oder ist auch nicht schlecht. Hier kann man schon ahnen, wie sehr es eingewachsen ist. Es gibt doch bisher nur Öfen hier. Hier kann man schon wieder die Spinnweben erahnen. Eine Brockenhexe. Und den armen Kerl hat es schon auf den Rücken geschmissen. Ob das der alte Bewohner mal war? Stuhl ist toll. Dürfen wir nur nachher nicht vergessen, das Licht wieder auszumachen. Interessanter Holzwurmbefall. Mal wieder heizen, dann hört das auf. Ist halt echt spartanisch. Oh wei. Das ist nicht gut. Nächste Mal hier vorbeikomme, würde ich mal eine Plastiktüte mitbringen und dieses Fenster zumachen. Also hier oben ist leer. Bis auf diesen uralten Spiegelschrank. So, dann geht es doch schon los hier. Was soll das? Einfach verglast übrigens.
eine gute Tat getan. Fenster ist wieder zu. Interessanter Zustand. Oh, diese Lampe, Leute. Wahnsinn. Unglaublich. Kleiner Blick in den Dachboden daneben. Ist alles unisoliert. Ist wirklich ein altes Haus. Teilweise Fachwerk, teilweise Angebot. Und hier, das ist so eine richtige, echte 50er Jahre Stehlampe. Tolles Ding. So, nochmal von nahen. Ein isoliertes Dach, aber in gutem Zustand. Interessanter Zustand des Fußbodens. Also er ist nicht instabil, aber er ist verfedert. Ne? Das ist mal eine beachtenswerte Türklinke und Schloss. Recht alt. Erst der Blick nach oben. Die Spinnenweben. Ich glaube, diese Tür hat länger niemand geöffnet. Aber wie ihr seht, das Licht geht noch. Nochmal eine, ich weiß nicht, 60er Jahre Lampe. Das ist aber echt spartanisch hier. Dreiteiligen Matratzen. Ein Mantel. Uralter Koffer. So, was haben wir denn hier? Bildzeitung von 67. Der Tod sprach durchs Telefon. Also fette Überschriften hat die Bildzeitung einmal gehabt. Ja, Eisenbahnliebhaber. Und nochmal eine echt historische Türklinke. Hier ist die Zeit wirklich stehen geblieben. Außer Holzwürmern lebt hier zurzeit niemand. Wer kennt sie noch? Die Telefon-Zweitklinge.
Da so eine Lampe. Wahnsinn. Ich habe mir dann gedacht, ich muss irgendwas in diesem Haus finden, womit ich dieses Dachfenster abdichten kann. Und zwar schnell. Ja, und da unten, da seht ihr es, diese Decke. So, was zum Schutz des Hauses getan. So eine merkwürdige, kunststoffähnliche Decke gefunden und die in das kaputte Fenster eingeklemmt. Jetzt hat's eine Chance, älter zu werden. Selten so ein hässliches Gelände gesehen. Und noch seltener solche Spinnweben. Und hier der nächste Anblick. Es ist echt der Wahnsinn. Ich habe die Spinnweben alle erhalten, bin drunter durchgekrochen, aber es ist echt der Hammer. Also das findet man wirklich selten. Hier ist definitiv die Zeit stehen geblieben. Dass der Strom noch an ist. Gott sei Dank weiß keiner, dass dieses Haus offen ist. Wahnsinn. Hier kannst du nicht reingehen. Wegen den Spinnen. Wenigstens unten drunter durchkriechen. Aber ja. Noch was im Schrank ist. Ups. Ne, ist nichts los. Ja. Hochmoderne Dusche. Na, wenigstens das Wasser ist abgestellt. Schon wieder diese Spinnenweben. Nix sieht aus. Wahnsinn. Jetzt der Blick in das angrenzende Zimmer mit dem hochmodernen Waschbecken, der unglaublich leuchtenden Lampe. Ja, ein Einbäckerbier. Stand nebenan im Kasten, musste ich mal rausholen. Habe ich auch wieder hingestellt. Ja, man beachtet das Ablaufdatum 2014. Genauso. Die Sauerkirschen. Die standen in diesem Raum. Auch 2014 abgelaufen. Das ist der Blick in den, ich vermute mal, Medizinschrank. Ja, keine Ahnung, was das Zeug ist. Aber hinten sieht man wieder die Holzwürmer. Da ist er nochmal. Tür wieder zu. Ich verändere nichts an so einem Lost Place. 1961. Klingel mit Klingeltrafo. Die muss ich gleich mal ausprobieren. So. Jetzt wollen wir mal noch einen kleinen Rundgang machen hier. Oh, doch noch etwas mehr Elektronik.
Was haben wir denn da? So, das hat mir jetzt keine Ruhe gelassen. Das will ich wissen. Unglaublich. Ich habe extra einen Sender mit Klassik eingestellt. Da ist kein Urheberrecht drauf. Toll, ne? So. Ziehen auch wieder den Schnecker. Unglaublich. Das ist wirklich mal ein ganz besonderer Fund hier. Ungefähr 10 Jahre verlassen. Unglaublich. Die Wappen von Hamburg. Das muss alt sein, das Bild. Was haben wir hier? Bremen. Ja. Toll. So, weiter geht's. Auch verrückt, so ein Innenfenster. Ich glaube, die Tür hätte man mal sauber machen können. So. Badewanne gefunden. Sie hat vielleicht noch einen Boiler dran. Tja. Das ist wirklich alt hier. Palmolive Rasiercreme. Hammer. Unglaublich. So, hier der Beweis. Es handelt sich um eine gusseiserne Badewanne. Hier noch ein bisschen Anzündholz. Wieder beachtenswerte Spinnweben. Ja, besonders schön. Unglaublich. Hammer. Ein Riegesschrank von Christoph und Unmack. Ja, das siehst du nicht jeden Tag. Und noch ein hübsches Exemplar von einem Schrank. Wer weiß, wo er vorher mal gestanden hat. Ja, das ist ein Metallschrank. Den untersuchen wir nachher nochmal. Stabil und eigentlich ein echt tolles Ding. So, und der letzte Raum. Das sieht mal aus nach einer Art Küchenhexe. Ein besonders schöner Schrank. Ein leeres Regal. Ein vergittertes Fenster. Richter. Mal hier. Sieht aus. Ach, da ist es noch hier. Das ist eine Nebelmaschine. Vom Mikrypt. Oh, der kann nicht von Holzwürmern befallen werden. Auch immer Nägel und Schrauben, Werkzeuge, Kerzen. Was haben wir hier? Anzünder. Na, das muss man doch mal nachgucken. Ne? Alles leer. Werkzeug. Stimmt.
Keine Kerzen. Die Hosenträger. Die Hosenträger fallen immer weiter durch. Da sind wir unten. Das war's mit der Schrankshow. Unglaublich. Und auch hier wieder. Ganz besondere Spinnenweben. Wunderschöne Elektroinstallation. Klassischen Drehschalter. Oder das hier. Das ist mal eine geile Steckdose. So, dann haben wir hier. Oder Lichtschalter. Zack. Jetzt nehme ich noch mal ein bisschen runter. Oh, das ist nur ein ganz kleiner Raum. Da haben wir den Wasseranschluss. Und ich würde sagen, sowas wie eine Kartoffelkiste. Wieder Fenster. Ja. Und auch hier wieder. Unglaublicher Holzwurmbefall. Einsames Vogelhaus. Und da steigt man hier durchs Fenster. Ne? Jetzt haltet euch fest. Denn ebenso wie so scheint eigentlich so viel Licht durch. Die ist nur so lange nicht offen gewesen. Die Tür ist offen. Man glaubt es kaum. Hammer. Sieh, jetzt ist die Tür offen. Ich werde sie wieder verschließen, soweit es geht. So, ich habe alle Sicherungen ausgemacht. Besser ist das. Na. Weg zu den unglaublichen Spinnenweben. Hier nochmal. Wahnsinn. Da nochmal ein kleiner Blick hinein. Da ich keinen Schlüssel gefunden habe. Die Tür nicht zu verschließen. Oh, ich kann sie schön ranziehen. Mensch, das hat alten Charme hier. Die Bank braucht man sich auch nicht mehr setzen. Das hier Blumenstand haben ist auch länger her. Schönes altes Wagenrad. Ja, seht euch das an. Vollkommen unberührtes Dickicht. Hier nochmal. Der Blick von außen. Das scheint hier ein Anbau zu sein. Deshalb wahrscheinlich auch dieses komische Fenster von innen bei der Badewanne. Hier mit Fachwerkhaus los. Und denn? Dann schleichen wir uns mal wieder von dann durch das Dickicht. Im Dickicht versteckt sich noch ein Vogelhäuschen. Recht hübsch gebaut.
große Pflanzschale. Lange nicht mehr berührt. Das ist der Blick durch das Dickicht zu dem Haus. Es ist wirklich sehr eingewachsen. Lange hat hier keiner mehr irgendeinen Baum gefällt oder beschnitten. Das, was wir hier sehen, ist ein Nebengebäude. Mit einem hübschen, ich nenne es mal Fenster. Ja, ist aber nur ein Lagerraum. So, das sieht ja ein bisschen nach Holzlager aus. Da kann ich nicht reingehen, da sind die Nachbarn mitten im Garten. Toll, einfach nur toll. Ja, nochmal so ein kleiner Rundblick. Da musst du durch, wenn du da rein willst. So. Tja. Gartenzwerge leben da auch noch. Ich vermute, die Nachbarn haben ein wenig Gift gesprüht, damit es nicht ganz so schlimm auf ihrer Seite wird. Das ist noch der Anblick von außen. Auch dort haben die anderen Nachbarn mal eben den ganzen Graben freigemacht. Ah. So sieht man aus in seiner Hose, wenn man so einen unglaublichen Lost Place verlassen hat. Das war's wert. Ja, und wenn euch das Ganze gefallen hat, dann bitte lasst ein Abo da, einen Daumen hoch und einen netten Kommentar. Ich wünsche euch alles Gute, macht's gut.